Ja, das Geschäftsmodell von Spotify halte ich für ein ganz faszinierendes, weil Spotify in den vergangenen Jahren etwas geschafft hat, was man bei Plattformbetreibern gar nicht so häufig sieht, nämlich den Wandel von einem indirekten Geschäftsmodell zu einem direkten Geschäftsmodell. Oder konkreter, mittlerweile doch fast die Hälfte der Nutzer von Spotify sind zahlende Nutzer, also nicht rein werbefinanziertes Geschäftsmodell. Und das finde ich eigentlich ganz positiv. Hätte mir jemand eine Spotify-Aktie gestern angeboten, ich bin nicht ganz sicher, ob ich gleich zugeschlagen hätte, weil einerseits stimmen die sogenannten Fundamentals, das Wachstum in der Nutzerzahl ist wirklich da, strategisch ist Spotify gut aufgestellt. Andererseits muss man natürlich schon sagen, immer noch macht diese Firma Verlust, mehr denn je sogar. Auch der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Also ich bin so gemischt. Wahrscheinlich hätte ich mich schon getraut, weil ich glaube an die Wertsteigerung von Spotify in den nächsten Jahren. Ja, der Börsengang von Spotify, das ist eigentlich eine ganz schöne Koinzidenz. Wir haben in diesem Semester wieder ein studentisches Forschungsprojekt, in dem wir uns mit der Musikindustrie bzw. den Musikmärkten beschäftigen. Und insofern wird natürlich auch Spotify für uns ein Thema sein. Nicht speziell der Börsengang des Unternehmens, aber eben die Rolle, die dieses Unternehmen als Intermediär auf dem Musikmarkt oder den Musikmärkten übernimmt. Jetzt im ersten Schritt sicher nicht, weil es ist ja so, wir werden Fallstudien erarbeiten, also Fallstudientexte, zu denen dann Aufgaben und Lösungen entwickelt werden. Das heißt, es wird ein Material entstehen, das in der Lehre eingesetzt werden kann. Insofern könnte es jetzt sein, dass wir durchaus auch auf diesen Börsengang im Zuge dieser Fallstudientexte eingehen. Aber das würde an der Grundkonzeption dieser Aufgabenlösungen, die wir entsprechend für die Fallstudien entwickeln, nichts ändern.